Juhu, willkommen zum, naja, gerade gewesenen Ladescreen von Dawn of Man. In der nächsten Folge Dawn of Man. Und ja, ich glaube, wir hatten in den letzten Folgen einigen Erfolg. Nicht nur, dass man einiges freischalten konnte, sondern es wurden noch einige sehr wichtige Schlauchnasen gejagt. Da hinten irgendwo, guck mal, da liegen die restlichen komischen Wölfiesen herum. Oder nee, Räuber waren das ja. Genau, das war ja das von der Folge gerade eben. Und naja, ich habe mich dazu durchgerungen, jetzt im Anschluss noch eine Folge aufzunehmen. Ja, einfach weil die Sache mit Corona jetzt langsam ein bisschen serious wird. Und deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Weil meine Arbeitszeit ein wenig verkürzt wurde, braucht man halt nicht mehr so häufig da zu sein, wenn keine Kunden da sind. Macht man halt nur noch so ein bisschen Wartung und dann hat sich das. Gut. Ja, jedenfalls hatte ich vor, noch ein bisschen hier weiter rumzubauen und lade euch herzlich dazu ein, den weiteren Verlauf dieser Siedlung mitzuerleben. Und diesmal habe ich tatsächlich auch dran gedacht, mal ein paar Bilder mitzubringen. Erstmal schauen wir uns aber um. Machen wir hier einen Rundblick. Sehen zum Beispiel da hinten. Schmackhafte Rentiere. Auf die können wir eigentlich direkt anlegen. Eins davon ist sowieso, guck mal, das ist sowieso schon fast hinüber. Also, das ist eigentlich mehr ein Gnadenschuss als sonst irgendwas. So. Das war sehr unfair irgendwie, aber na gut. So ist es eben. In der Urzeit. Oder in der Steinzeit. Ja, was wollte ich gerade noch? Ich wollte noch irgendwie die Nüsschen kontrollieren. Weil es ist ja Herbst. Oben, kann man die oben sehen, da, dieses Laubblatt symbolisiert den Herbst. Da steht es auch. Und jetzt müsste eigentlich irgendwo, wo sind denn noch? Irgendwie Kastanien oder so? Weiß ich gar nicht. Birnbäume sind das hier. Was zum? Da hat der da gerade schon wieder so komisch rumgekrächzt. Ich glaube doch. Kirschbaum. Abgehauene Kirschbaum. Was bist du dafür? Ah, ihr seid, wer seid ihr denn? Urzeitliches Bison. Schau mal an. Urzeit brauche ich. Normale Bisons habe ich noch gar nicht. Urzeitliches Bisons habe ich auch noch überhaupt nicht. Oh. Ja, das tut mir natürlich dann leid für euch. Also für euch alle irgendwie. Ich weiß ja nicht, vielleicht geht das jetzt komplett schief, keine Ahnung, aber das wird jetzt mal so sein. Dass neben hier mal eine Jagd anpfeift. Ich hoffe, ihr geht jetzt nicht nur mit diesen paar Leuten dahin. Ne, wie viel seid ihr? Drei Personen, zwei Hunde. Aber du hast einen Bogen dabei, tatsächlich. Die neueste Errungenschaft der Zivilisation. Was ist das da oben? Ihr geht mit vier Leuten auf die... Ja, wenn das mal so eine gute Idee ist. Aber ich glaube, der Rest ist einfach gerade nicht verfügbar, oder? Geht zu urzeitliches Bison. Was machst du? Geht und holt Fleisch. Du gehst zu urzeitliches Bison. Alles klar. Das ist zum Beispiel schon mal sehr gut. Dann lassen wir die mal hier auf der Jagd. Vielleicht mal die Spielgeschwindigkeit etwas erhöhen, um zu sehen, ob die das überhaupt noch erreichen. Ach, die sind schon wieder längst wieder auf der anderen Seite. Och, nö. Wer hat denn hier gerade so rumgemetzelt? Die sind ja alle irgendwie ein bisschen verletzt hier, ne? Oder erstes Bauwerk Lagerhütte. Dankeschön. Das ging auch sehr gut ab jetzt. Also es ist eigentlich immer was los. Da drüben kommt der Jagdtrupp. Und jetzt haben wir auch direkt schon wieder... Klatsch, 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 klatsch. Jetzt geht's ab. Boah, was? Mit drei Leuten machen wir hier diese ganze Herde lang. Junge. Rentier ist geflohen. Okay, das macht aber nichts. Ist da urzeitliches Bison? Warte mal. Brauche ich noch eins für einen weiteren Punkt? Ja. Komm hier, da. Gönnt euch. Hör mal. Wie haben die das denn jetzt gerade geschafft? Ging das einfach nur dadurch,
dass die mit dem Bogen hier unterwegs waren? Das war aber ganz schön krass, ne? Oder habe ich das gerade jetzt irgendwie falsch verstanden? Jetzt mit drei Leuten und zwei Hunden so eine ganze Herde wegzuknallen, ist schon eine Leistung, so, für ein paar Typen mit nur Holzlatten und Knochenteilen und so. Also, Respekt. Die kleine Schlauchnase läuft ja immer noch rum. Guck mal. Von vor drei Folgen. Die läuft hier Patrouille. Als wenn sie gekillt werden will. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe keine Lust, die Kleine zu killen. Oder? So ein kleiner Manni hier. Guck mal. Ja, trött. Ist er nicht süß? Hatte ich die eigentlich schon mal so in der Nahaufnahme gezeigt? Weiß ich gar nicht. Jedenfalls, das sind sie. Zumindest ein kleiner. Der Händler ist angekommen. Ach, wie wunderschön. Ja. Und ich glaube, dich da kann ich eigentlich auch direkt mal abernten da, ne? Oder? Wie sieht das aus? Mal raus aus dieser Kamera. Mach mir mal den Roggen klar. Ist das nur eine? Ja, sieht wie zwei aus von weitem. Bisonangriff hat mir überlebt. Was ist hier? Der Händler? Hallo. Och Gott, du hast ja noch viel mehr Kram und jetzt habe ich nicht genug Zeug, um das zu kaufen. Ja. Durchschnittliche Kommission. Ja, das wird so aber nichts, weil ich habe keine Knochenspeere mehr über. Ich habe keine Feuersteinhacken mehr. Ich muss erst Knochenspeere machen. Ich will mal hoffen, dass die jetzt alle sich schnell dran setzen, um Knochenspeere zu machen. Und Hautoutfits und überhaupt. Und ganz, ganz viel Kram. Weil der Händler ist ja eine Weile da, glücklicherweise. Das macht ja so viel nicht aus. Aber ich sag mal so, wir selbst wenn ich das jetzt nicht kriegen sollte durch Handel, das ist ja eigentlich gerade auch nicht so schlimm. Also, ich glaube, ich liege ganz gut in der Zeit, oder? Zumindest habe ich so das Gefühl, ganz gut in der Zeit zu liegen, weil, wenn ich mal hier auf S7 drücke, sind ja schon einige Technologien, die hier erforscht wurden, beziehungsweise freigeschaltet wurden. Flachsdomestizierung. Benötigt für Fruchtbaumdomestizierung. Ja, die Fruchtbäume, die will ich gerne haben, weil die geben nochmal richtig einen Wissensfortschritt in die richtige Richtung. Neolithisches Zeitalter. Stelle, Steinstelle, Schafdomestizierung, Ziegendomestizierung. Das sind Ziegendomestizierung, okay. Und das ist Megalithismus für Steinschneidekunst. Rollender Megalith. Was mache ich denn jetzt am besten? Ich glaube, am besten erstmal die Untergrundbergbauarbeit, ne? So. Untergrundbergbauarbeit, damit man nämlich hier an dieser freigemeißelten Feuersteinmine oberirdisch noch eine unterirdische Mine reinknallen kann und dann damit Kram sich holen kann und sich erzeugen kann. Ja, so 48% Belastung. Aber ihr holt mir ja eine ganze Menge an Zeug da hinten weg, ne? Habe ich so richtig verstanden, oder? Herr, was bist du denn? Bist du bewaffnet gerade, sag mal? Komm, dann halt doch einmal drauf. Gnadenschuss, danke. Reicht schon, wunderbar. Herrlich. Warum humpeln die denn alle? Sind die hier irgendwie groß angegriffen worden? Gab das hier eine große Klopperei? Warte mal, wer ist denn da hinten? Hallo? Ihr seid Wölfis. Schön. Aber das hat so den Eindruck gemacht, als wenn sich hier irgendjemand. Oder habe ich das gerade gar nicht gesehen? War ich das gerade irgendwann? Urzeitliches Bison, urzeitliches Bison. Die laufen hier alle so durch, als wollten sie dringend über die Klinge springen. Alle beschäftigt. Wo sind denn hier urzeitliches Bison? 5 von 10, genau. Normales Bison. Brauche ich noch, was haben wir da? Elasmotherium. Was ist denn ein Elasmotherium? Das klingt irgendwie elastisch. Wie, weiß ich nicht, aber wird wahrscheinlich ein Urzeit-Super-Nashorn Deluxe
auf Doom gewesen sein oder so. Na jedenfalls, Feralpferd. Was soll denn ein Feralpferd sein? Wahrscheinlich ein Urzeitpferd soll damit gemeint sein, ne? Aber das sind so Rassen, die habe ich doch noch nie gesehen. Höhlenbären, Wildschweine. Ihr seid alle sehr, sehr lecker. Oh, stimmt, die Wölfe, die kommen immer mal wieder vorbei, ne? Rentier, 7 von 10. Hallo? Hallo? Hirsche, 2 von 5. Ich glaube, da gibt es irgendwo ein Steam-Achievement. Was ich nicht glaube, dass ich das so dringend brauche. Aber es gibt irgendwo, glaube ich, ein Steam-Achievement, wo man auf einer Karte 1000 Hirsche jagen muss. Wie soll das bitte gehen, wenn man... Mist. Wie soll man das bitte gehen, wenn man Hirsche, Riesenhirsche und normale Rentiere... Nehmen wir mal an, dass die alle zur Familie der Hirschtiere oder Paarhufer oder so gehören. Keine Ahnung. Wie soll das gehen, wenn kaum von diesen Viechern vorhanden sind? So. Also, da muss man ja echt schon eine ganze Weile lang spielen. Und ich rede von einem... bisschen länger als einer ganzen Weile eigentlich. Ich glaube, der Händler ist aber wieder abgezogen, ne? Ja, der ist leider wieder weg. Das ist sehr, sehr schade, weil ich hätte eigentlich es sehr gerne gesehen, dass dieser Händler Platz für 4 zusätzliche Einwohner, pass mal auf, dann für 4 zusätzliche Einwohner, dann machst du mal bitte Folgendes. Dann recycelst du mir mal bitte diese Hütte. So. Weil das wäre mir dann doch sehr lieb, wenn man mal so langsam aber sicher... Was willst du? Ach, du hast einfach nur Durst. Okay, ja dann... da ist ja der Fluss, ne? Dann haust du dir was rein. Knochensicheln mal 10, Wissen plus 1. Wunderschön. Schlitten, da kommt direkt... alles angeschlittert. Der Häutetrockner. Der Läutetrockner. Warte mal, die wollte ich stehen lassen, ne? Ja, genau. Gut, aber ich glaube, wenn die jetzt eh alle mit Reparieren und Frickeln und Tun beschäftigt sind. Gerade nochmal hier schauen, was hier so abgeht. So, da ist zum Beispiel schon mal genau nichts. Im Winter ist ja sowieso nichts los. Also zumindest nicht allzu viel. Jetzt, wo wir alles weggekillt haben hier. Das heißt, dann könnte ich ja eigentlich, wenn man das mal so sieht, Lagerhütte. Habe ich noch Stroh? Ja, noch ein bisschen. So, tatsächlich. Könnte ich eigentlich so direkt nebenan? Nee, so. Da kann man noch durchlaufen, oder? Ich hoffe. So, dann baut ihr mir das bitte. Schneller bauen. Einige unserer Einwohner haben keine warme Kleidung. Ja, dann, da kommen gleich eine ganze Menge toller Häute an. Da könnt ihr voll den Kram draus machen, ehrlich. Da liegt ja noch Häute rum, oder? Nee, das ist Leder. Aber da liegen noch 9 Häute rum. Da kann man doch... Also, da kann man doch... Da kann man doch was draus machen. Oh, das Lagerzelt ist aber leer. Nicht leer. Andersrum. Voll. Material in diesem Lager erlaubt, ja. Ich möchte eigentlich... Ich möchte eigentlich nicht die Lager irgendwie begrenzen oder so. Aber ich glaube, man könnte mit diesen einfachen Lagerzelten, wenn das einfach nur so ein doofes Zelt zum Rumstehen ist, da könnte man bestimmt, wenn man... lange Strecken laufen will, zum Jagen zum Beispiel, stellt man sich irgendwo in die Mitte so ein Zelt und sagt dem Lagerzelt dann hier unten so, hey, du hast jetzt bitte mal nur Essen und Trinken drin. So, und dann hat man so einen Snack-Imbiss für die Jägerschaft für zwischendurch, könnte ich mir vorstellen. Also natürlich nur gegebenenfalls, wenn das so funktioniert. Aber ich glaube, so geht das ganz gut ab.
Ja. Ansonsten, ich glaube, ich lasse die erstmal einfach bauen, ne? Kann man ja so ein bisschen rumbeschleunigen da. Ja. Ich war aber tatsächlich mal im echten Neandertal. Also auch da an der Fundstelle. Das kann man ja alles besuchen da. Und was ganz interessant ist, ist, dass die Fundstelle eigentlich sehr, sehr nah an der Straße liegt inzwischen und dass man da eigentlich schon hingucken kann oder hinspucken kann von der Straße aus. So, wenn man das nicht weiß und sich nicht gewahr ist, dass das eine doch recht berühmte Gegend ist, dann fährt man einfach so vorbei und denkt sich so, ach ja, ist halt ein normaler Dover Wald, ne? So. Ist aber kein normaler Dover Wald, weil es tatsächlich diese eine Grotte, wo dann damals der Herr Professor, wie heißt er noch? Dr. Fulrott. Jetzt hoffen, dass ich das so alles einblenden kann. Dem da auch ein Denkmal gesetzt wurde, der das nämlich entdeckt hat, und zwar in der, weiß gar nicht, wie diese Höhle hieß. Jedenfalls, der ist in so eine Grotte gegangen und hat entsprechend dort einen Urmenschen gefunden und dachte ich dann so, hey, ist ein Urmensch, sage ich mal meinen ganzen Wissenschaftshomies Bescheid. Und die haben ihn dann recht gepflegt ausgelacht dafür, weil die ihm das natürlich alles überhaupt nicht geglaubt haben. Ist erst viel später rausgekommen, dass das dann tatsächlich auch ein Urmensch ist. Ne? So, und man hat das erstmal überhaupt nicht verstanden, dass das ein Urmensch ist. Der dachte einfach, der hätte irgendwie, was weiß ich, irgendwas anderes gefunden. Irgendein komisches Tier gefunden oder so, weiß ich nicht. Für die genaue Geschichte müsstet ihr mal selber dahin gehen und sich das Ganze anhören. Ich kann das nicht so ganz gut wiedergeben, glaube ich. Was lustig ist, ist, dass man da keine Führungen kriegt oder braucht, sondern tatsächlich, dass man sich da das meiste anhören kann und auch das Wichtigste anhören kann. Weil man kriegt nämlich so einen kleinen Stecker ins Ohr. So ein, wo man dann ein paar Kopfhörer kriegt und da kann man sich dann in die einzelnen Objekte reinstöpseln. So. Das ist echt schön. Und da hört man sich eigentlich an, was für die ganze Geschichte ist und wie die Neandertaler von damals mal tatsächlich gelebt haben. Man kann auch zu der Fundstätte gehen. Die ist dann von diesem Denkmalsstein aus, führt da eine Brücke hin. Kann man da wunderschön sehen. Und das ist nicht großartig lang. Da geht man irgendwie nur 5 Minuten hin oder so. Das ist jetzt echt nicht weit. Also ich würde das gesamte, den gesamten Museumsbereich des Neandertals, würde ich vielleicht mal auf einen halben Tagesausflug schätzen. Wenn man sich da wirklich richtig reinhängt und nicht überall durchläuft oder so. Also es ist schon ganz gut gemacht für Interessenten, die das mögen. Und wo war ich jetzt? Ach so, warte, ja genau. Man hat sich also in dem Museum gibt's auch einige Spielereien. Wenn man allerdings von diesem Schaubild ausgeht und aus Richtung Hochdahl kommt, also man aus Richtung A46 dann aus Richtung Hochtal kommt, dann fährt man irgendwann über diese Serpentinen. So. Und man merkt halt schon, wie das irgendwann abschüssig wird. Dann kommt man irgendwann an, wenn man jetzt mit dem Auto fährt, so wie ich da auf dem Beifahrersitz da, dann kommt man irgendwann an dieses Schild, wo es etwas abschüssig wird. Und das ist bereits der Anfang des Neandertals. Eigentlich, wenn man das mal so sieht, weil da geht's halt runter, also geht's ins Tal. Also, ne, so. Und, ach so, Moment. Ich muss erstmal die neuen Bilder blättern zu dem, was ich noch erzählen will. Es geht dann halt relativ schnell, relativ steil runter, wenn man das nicht kennt und mit dem Motorrad unterwegs ist vielleicht, dann sollte man sich unter Umständen ein kleines bisschen vorsehen, weil
Diese Leitplanken da sind gerade nicht zum Spaß da. Wenn man sich da mal versägt, dann kann man auch mal so ein paar hundert Meter tief fliegen und dann war's das. Ja, irgendwann allerdings, wenn man da jetzt diese Kehre weiterfährt, kommt man dort an diese Serpentinenkurve. Eine ziemlich scharfe Serpentinenkurve. Macht Spaß, da mit dem Motorrad lang zu fahren, aber Vorsicht ist geboten, weil das ist ziemlich steil da. Und diese Serpentinenstraße ist, was man erst mal überhaupt nicht so denkt, wo da täglich 100 Autos durchfahren, ist tatsächlich nur ein paar hundert Meter von der echten Fundstelle entfernt, von dieser Grotte, wo dieser Dr. Dingens da den ersten Neandertaler gefunden hat, ist diese Serpentinstraße nur ein paar hundert Meter entfernt. Das wird man dann aber sehen, sobald man da hingeht. Ich wusste das eine ganz lange Zeit, kurioserweise auch nicht. Ja, wenn man da unten ankommt, hat man entweder die Möglichkeit, nach Düsseldorf oder Erkrath oder natürlich zu der wunderschönen Stadt, die mit M beginnt, zu fahren. Die hier etwas fantasievoll nachspiele. So, und danach. So sieht man eigentlich direkt nach dem Abbiegen, sieht man direkt auf der linken Seite das Neandertal-Museum, nebst Parkplatz auf der anderen Seite und so. Es sei gesagt, dass der Parkplatz sehr schnell sehr voll wird, besonders wenn Zeit vorhanden ist. So, das heißt, an Wochenenden und so weiter gehen wir davon aus, dass da schon ziemlich was voll ist. Es gibt noch weitere andere Parkplätze, aber die sind etwas weiter entfernt, auf jeden Fall, wenn man da mal irgendwie hin will. Dann, wie gesagt, vielleicht etwas früher losgehen, oder losfahren. Ja, was eigentlich ganz schön ist, wenn man da in dieses Museum reingeht, dann man kriegt zum Beispiel Werkzeuge gezeigt, ne, so eine Kupferaxt oder so. Die haben die da in nachgebauter Version haben die rumliegen. Ich glaube, die haben auch einige echte Sachen ausliegen, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall kann man da eine Menge dieser Nachbauten sehen, beziehungsweise echten Nachbauten sehen, einen originalgetreuen Nachbauten sehen. So, ein Steinzeitbohrer, dieses komische Holzding. Kann man da sehen. Oh, warte mal, jetzt habe ich hier gerade den Händler. So, was haben wir denn da? Ziegendomestizierung niedrig. 260, das ist aber schön. Was ist denn da? Wie viel? Augenblick mal. Kriege ich das jetzt? Kriege ich das jetzt? 200 zu 260. Statt alles wegknalle hier. Wie viel will der denn für den Bogen? Der Bogen ist ja richtig viel wert. Ob ich das kriege. 260. Würde mich, glaube ich, fast schon ein bisschen ärgern, wenn ich das jetzt nicht kriegen würde. Weil Ziegendomestizierung brauche ich auf jeden Fall, um fortzufahren mit dem ganzen Quatsch hier. So. Das heißt nicht mit dem Quatsch, sondern ich reg mich schon wieder viel zu sehr auf. Oh, warte mal, genau. Knochen sind die Sicheln. Die braucht ja sowieso keine Sau, ne? Jetzt im Winter oder im Frühling. Die brauche ich ja irgendwie viel, viel später erst. Warte mal, was kann man denn hier? Die Brote, die gammeln mir sowieso weg irgendwann. Und den Fisch, den kann ich mir schnell wieder selber fangen hier. Das geht schon alles wunderbar klar. Tannin, das sammle ich jetzt auch. 260 zu 200, tut mir ein bisschen weh, dass ich jetzt schon wieder so viel Scheiße rausknall. Aber dafür neue Technologie. So, und ihr macht mir bitte direkt noch mehr neuen geilen Kram. Weil jetzt ist nämlich Frühling und jetzt ist hier richtig Fass auf. So, genau. Ach ja, wo war ich sonst noch stehen geblieben? Genau. Also man hat da eine ganze Menge Schaukästen. Da wird auch die Evolution des Menschen so ein bisschen mit erklärt und man sieht dann tatsächlich auch irgendwann, warum der Mensch eigentlich gar kein Fell mehr hat. So, das wird einem dort erst klar, weil wir nämlich genau daher kommen, also aus Afrika.
Und das, also ich will da nicht zu viel vorwegnehmen, da muss man da schon selber hinfahren, würde ich sagen. Und ja, aber das wäre soweit. Eine Sache kann ich noch zeigen, was tatsächlich etwas lustig gewesen ist. Ich bin da ja nicht alleine gewesen. Entschuldige mich auch für die schlechte Bildqualität, weil mein Handy ist mit den Lichtverhältnissen nicht klargekommen. Deswegen ist das leider so milchig. Ja, einer davon ist ein Neandertaler. Rat mal welcher. Ja, also, da stehen lebensgroße Statuen von Neandertalern rum, die teilweise auch, also er dort im Anzug wurde halt absichtlich mal so ein bisschen ganz normal wie wir angezogen, ist aber eine Statue der Herr auf der linken Seite. Ist einfach mein Vater, der sich die Bemerkung nicht verkneifen konnte. Ey, der Linke, der bin ich, ne? So, deswegen, ja. Grüße gehen raus. Die, warte mal, habe ich noch irgendwo? Ah ja, genau. Das ist, glaube ich, so mit das berühmteste Bild von einem Neandertaler. Nämlich. Weil es, was es zeigen soll, ist, dass die Neandertaler relativ stark sind. Das heißt, oder sind relativ stark waren. So, so ziemlich doppelt oder dreimal so stark wie wir. Würde ich jetzt mal so schätzen. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht zu so viel Scheiße labern hier, weil so genau kann ich das auch nicht wiedergeben. Also wie gesagt, am besten ihr fahrt da ins Museum, da kann man das viel besser sehen. Und ja, es wäre für so einen Neandertaler, glaube ich, relativ easy gewesen, einen Kleinwagen so einfach mal umzuwerfen oder mitzunehmen. So, also einfach mal um mal so eine Größenordnung zu sagen. Also so ein Kleinwagen wäre mit ein, zwei Neandertalern, glaube ich, kein Problem gewesen, dass sie den wegtragen können. Tatsächlich. So. Was mich auch sehr erstaunt hat, muss ich sagen. Aber gut, das war dann eben so. Ja, soweit erstmal die Sache mit den Bildern. Mehr von diesen Bildern. Ich habe noch ein paar Bilder mehr gemacht, aber ich möchte eigentlich nicht zu weit vorgreifen in mit den Bildern. Auch weil ich mir nicht ganz sicher bin. Airi ist ja in Altersschwäche gestorben, okay. Auch weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob es weise ist, so viel davon zu zeigen oder beziehungsweise online zu zeigen. Ich habe dort im Museum kein Verbot gesehen, von wegen bitte nicht fotografieren oder so ein Scheiß. Sodass ich das jetzt hier in dem Let's Zock einfach mal so gemacht habe. Wie gesagt, ich habe da beim Durchgehen jetzt kein großartiges Verbot gesehen oder so. Ja. Sonst, wenn es dann irgendjemanden anpinksen sollte, dass ich hier etwas gezeigt habe, auch vom Inneren des Museums, so als Schnapper zwischendurch, man möge mir Bescheid sagen, sonst muss ich die Folge noch mal irgendwie abändern oder so. Würde mich ein bisschen ärgern, weil ich habe das jetzt extra irgendwie ein bisschen vorbereitet. Aber gut, ist dann halt so. Ja, was baue ich jetzt hier? Einen Aussichtsturm, den ersten, glaube ich. Ja, Arbeitsbelastung ist generell ziemlich weit unten. Generell ziemlich weit unten, das heißt Steinböcke. Könnte man eigentlich auch mal essen, ein paar davon, ne? Guck mal hier so, zack, zack, zack. Das sorgt wieder für Nachschub an Knochen und allem möglichen anderen Kappes. Knochen, Häute, was weiß ich. Alles das, was wir gerade eben dem Händler wieder in den Rachen geschmissen haben. Das kriegt man jetzt mehr. Beziehungsweise neu. So. Die Hunde sind da. Was haben wir noch? Alte Frau. Knochen, Messer, Knochen, Harpune.
Hätte man auch. Gut, ich glaube, die Jagd werde ich dann aber in der nächsten Folge mal ansagen lassen, beziehungsweise anzeigen lassen. Genau. Ach, die laufen gerade sowieso weg. Das wird sowieso eine längere Geschichte dann. Ich bedanke mich mal fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Weil die kommt jetzt direkt, weil ich mache sofort weiter. Ich habe nämlich richtig Bock jetzt gerade auch wieder. So, speichern. Schneller. Okay. Bis gleich. Ciao.